Hallo, willkommen zurück in Valheim, hier auf meinem Kanal. Ich bin Mr. Namdos und ihr habt das Vergnügen, mich hier bei diesem kleinen Let's Play oder Let's Show, wie immer man es nennen mag. Denn ein wirklich reguläres Let's Play ist es ja nach wie vor nicht offiziell, mich dabei zu begleiten. Und ja, wir sind zur Abwechslung mal im Norden, in den nördlichen Gefilden. Und schauen uns hier mal ein klein wenig um. So ein bisschen die Nase in diese Richtung gesteckt haben wir ja schon, bevor uns dann natürlich wieder die hereinbrechende Nacht oder sagen wir mal der anbrechende Abend überrascht hat. Da vorne sehe ich Ärger, da ist irgendwas Blaues. Ich vermute mal, das sind wieder diese axtschwingenden Leute. Jo, jo, jo. Und nette kleine Hirsche gibt es hier auch. Natürlich, das wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn man den jetzt einfach hätte treffen sollen, dürfen können. Oh, und ich glaube, ich sollte mit den Feuerpfeilen ein bisschen haushalten. Da bin ich gar nicht mehr so gut mit ausgerüstet. Knurrige Nachbarn haben wir auch. Ja, ja, ja. Uah. Knurrige Nachbarn haben wir jede Menge, sehe ich gerade. Das läuft ja wieder prima. Ihr könnt mich mal gerne haben im Augenblick. So. Das mit dem Resin kommt mir sehr gelegen. Das mit dem... Oh, ich sehe Blaubeeren. Ja, komm du mal angewackelt. Wie sieht es gesundheitstechnisch aus? Im Augenblick ganz gut. Wo will er denn jetzt wieder hin? Manchmal verstehe ich deren Verhalten nicht. Aber manchmal verstehe ich mein eigenes Verhalten nicht. Insofern ist das also nicht weiter schlimm. Okay. Da ist noch einer. Beziehungsweise es sind sogar noch zwei. Ich bin wieder voll ins Nest getreten. Ja. Warum auch nicht? Da schwimmt ein Hirsch rum. Sollte ich denn das Wagnis eingehen? Einfach mal so ausprobieren. Das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Ich werde verrückt. Doch, ja, hat funktioniert. Da waren zwei. Den zweiten habe ich gar nicht gesehen. Das ist bei mir immer normal. Wieso kann ich hier nichts aufnehmen? Was habe ich da schon wieder zu viel? Ich habe bestimmt irgendwelche Steine zu viel dabei. Ich brauche keine Steine. Weg damit. So. Oha. Das war mir so nicht bewusst. Ich habe ja hier... Oho, oho. Ich bin da komplett überladen. Nun gut. Dann macht Herumgesuche nach irgendwelchen... ja, supi. Flint ja überhaupt keinen Sinn. Da hätte ich mal vorher mal ein bisschen gucken sollen oder müssen, wie es denn hier mit meiner Ausstattung aussieht. Auch einen größeren Rucksack. Oder besser zwei oder drei oder vielleicht ein Teleporter, den man in den Rucksack einbauen kann, damit man Dinge von seinem Rucksack aus ins Lager teleportieren kann. Ich rede Unsinn. Wird ja noch ein bisschen träumen dürfen. Ja, jo, lustige Folge. Fängt ja schon super an. Ich meine, immerhin. Wir haben uns erfolgreich gegen ein paar Grauwölfe durchsetzen können und haben erfolgreich immerhin einen Hirschen erlegt. Das ist ja schon mal was. Aber das war eigentlich jetzt nicht so das eigentliche Thema hier. Nun gut. Ja, das... ja. Und sieh mal zu, dass ich hier so ein paar Sachen loswerde. Renn in die Fackel. Namdos, renn in die Fackel. Wenn du was gut kannst, dann ist es in Fackeln rennen. Oder offene Feuer stellen oder so. Es ist, ja, typisch. Das ist alles dicht. Das ist nicht alles dicht. Was hätte ich da jetzt ablegen können, dürfen, sollen? Ich glaube, das Resin packe ich mal da ein. Mit einem Resin kann ich nicht allzu viel machen, behaupte ich einfach mal. Hier habe ich jetzt noch jede Menge Platz. Da kann das Auge rein. Und
Das ungebratene Fleisch. Ich pack mal das gebratene Fleisch als Reserve hier rein. Und was war das denn jetzt? Das sollte hier hin. So. Das andere halte ich erstmal noch fest. Ansonsten, das sieht jetzt ganz gut aus. Das kann so bleiben. Und dann hoffen wir mal, dass ich hier wenigstens noch so ein bisschen was gerissen bekomme hier an dem Tag. Sonst sieht das dunkel aus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin so einstellen. Nicht. So. Wasser. Wir waren, glaube ich, hier relativ nah am Wasser. Kann das sein? Habe ich da irgendwas verwechselt jetzt gerade? Bin mir nicht ganz sicher. Weil ich meine, ich hätte hier in diesem Gebiet auch irgendwie Ärger gesehen. Kann aber auch sein, dass ich mich da verguckt habe und der Ärger ganz woanders war. Ich würde das sehr begrüßen, wenn ich mich da vertan hätte, weil, wo ist denn jetzt hier das Wasser von durch? Da unten. Weil wir dann hier noch ein bisschen was, ne, am Wasser machen können. Das wäre sehr, sehr schön. Das sieht bis jetzt auch sehr gut aus. Ich höre weder Geknurren, noch höre ich irgendwie andere komische Laute, die darauf hindeuten könnten, dass hier Leute sich durch unsere Anwesenheit gestört fühlen würden, dürften, dürsen, blumpe. So. Ich rede immer Unsinn, wenn ich mich unsicher fühle. Ich sehe gerade, wie es geht. Also, so viel ist schon mal klar. Wir finden hier Zinn und gar nicht mal wenig. Das ist erstaunlich, dass es hier so viel frei herumliegendes Zinn gibt. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ja, wir haben ja auch einmal dieses Zinnvorkommen, ich will es einfach mal so nennen, das Zinnvorkommen gefunden, wo man das abbauen konnte. Und das wäre für mich jetzt so der Normalzustand gewesen. Ich weiß, ich renne jetzt nicht in Richtung Norden. Aber ich gehe ganz bewusst hier entlang, weil das eine Gegend ist, die wir... Das ist ganz normal ein Stein gewesen. Ich habe gedacht, das wäre Flint. Sorry. Weil das hier eine Gegend ist, die wir so noch nicht erkundet haben. Soweit bin ich da noch nicht vorgedrungen. Und ich ja in erster Linie auf der Suche nach Flint bin. So, ich sollte das vielleicht mal hier zumachen. Aber Zinn... Achso, das ist nur ein Grauzwerg. Das ist weiter kein Problem. Die machen zwar Ärger, die sind aber relativ... Oder sagen wir mal, einigermaßen gut zu handeln. Ja. Irgendwie sind hier die Tage sehr kurz, kann das sein? Also ich habe immer das Gefühl, man geht irgendwie 2 Meter... Und dann geht die Sonne schon wieder unter, obwohl wir ja relativ früh aufgebrochen sind. Ja gut, ich hatte ja da diesen Lauf ins Nichts. Und das hat natürlich Zeit gekostet jetzt. Das ist eine ganz klare Sache. So, und da das so langsam aber sicher dunkel wird, würde ich sagen... Ich verpiesel mich hier auch mal so langsam. Aber sicher. Wobei ich jetzt natürlich nicht genau weiß, was uns jetzt hier so in diesem Abschnitt erwarten wird, weil ich glaube, hier waren wir auch noch nicht. Oder wenn, dann nur ganz kurz oder so. Ali, wie sieht das hier mit Springen aus? Kannst du nicht mehr springen? Ja, ich wollte doch mal sagen, ich hämmer hier auf die Leertaste und da macht nichts. Der Schlingel. Ali hopp. So, ist aber raus hier. Ja, knurr du mal. Ich bin auf dem Weg nach Hause. Kannst du immer gerne haben. Ja. Häuschen ist irgendwo da hinten. So die Richtung. Und es wird spürbar dunkel. Kontrollblick muss immer sein, gehört dazu. So wissen wir, was das Aufnahmeprogramm macht. Außerdem sehe ich da mehr.
So, da haben wir schon unser Trautersheim. Ja. Das ist auch gut so, weil ich jetzt so gut wie gar nichts mehr sehe. Die Fackel weist den Weg zum Eingang. Dann mal rein in die gute Stube. So, Moment. Nein, dich brauche ich im Augenblick nicht. Wobei, das ist immer relativ, ne? Je nachdem, wo man dann halt weitermachen will. Okay. Zack. Kurz mal getauscht. Und dann ran damit an die Kochstation. Ja, die Kollegen da draußen, die haben immer was zu meckern. Ich weiß auch nicht warum. Die sind immer unzufrieden. Ich mag keine unzufriedenen Leute. Also ständig, hin und wieder ist ja mal ganz egal, ist ja mal ganz okay, ne? Wenn man dann auch noch einen Grund hat oder so. Aber die sind ja nur am Knötern. Kann man nur so unzufrieden mit seinem Leben sein? Verstehe ich nicht. Habe ich hier? Nee, habe ich nicht. Ich habe keinen Hochsitz hier, den ich benutzen könnte. Hochsitz, genau. Oder? Das war eigentlich eine gute Bezeichnung. Ach, hier habe ich so ein Teil, sowas in die Richtung gehen. Und da steht er mit seinem traurigen Blick und erzählt mir irgendwelche Geschichten. Krieg ich nicht, ne? Das, nee. Knapp daneben, würde ich mal behaupten. Ganz knapp anders. Das war so knapp, dass, ja, ich hätte vielleicht ein bisschen höher zielen müssen. Da hätte ich vielleicht eine Chance gehabt, aber so war das natürlich witzlos. Wo ist er denn jetzt? Sich verpieselt? Nur weil ich einmal auf ihn geschossen habe? Ah, da hinten ist er. Bleib du mal da schön stehen, damit ich ihn auch noch gut zielen kann. So, mein Freund, das finde ich sehr gut. Und du stehst weiterhin da, dann kann ich den Pfeil eben noch wechseln. So, alles klar. Ich nehme alles mit, was ich mitnehmen kann. Weg damit. So, ja. Und dann mal ganz schnell hier wieder auf die. Ups, ups. Hat irgendwie wieder nicht. Ach so. Ganz klar. Geht ja auch nicht so. Auf die Feuerpfeile gewechselt und zurück, Marsch, Marsch. Mach hier kein Auge zu, wenn die da ständig am Rumknötern sind. Das ist ja sowas von störend. Okay. Dann rein hier. Und dann schauen wir mal in aller Ruhe durch. Was habe ich denn Schönes? Ja, toll. Kein Resin auf jeden Fall, das ist schon mal schlecht. Würde ich vorschlagen. Mach das mal so, dann habe ich hier Reserve. Da ist schon wieder einer. Und genau, habe ich da Reserve und hier bin ich wieder voll. Ein Resin, da kann ich nichts mitmachen. Ansonsten Holz und Steine, das ist nicht so sehr ergiebig. Ich hatte jetzt gehofft, dass ich da wenigstens noch ein. Jetzt habe ich den Stein da wieder von. Oh, das darf ja wohl nicht wahr sein. Wahrscheinlich bin ich da wieder direkt reingerannt. Ich weiß nicht, ob die despawnen. Wahrscheinlich werde ich dann gleich wieder reinrennen, wenn wir uns nochmal da auf den Weg machen. Aber ich würde quasi den Küstenabschnitt, kann man das so benennen, also das, was wir gerade auf der Karte sehen. Ich mache die mal groß, dann sieht man das besser. Also hier in dem Bereich hier der Küste, also hier diesen Küstenabschnitt, den würde ich mir ganz gerne noch angucken, damit wir das hier sozusagen komplett haben. Und natürlich in der Hoffnung, dass ich da vielleicht noch ein bisschen Flint finde. Wer weiß, wer weiß. Ja. Warum bin ich da eigentlich nicht direkt hingegangen? Ich glaube, da war irgendwo Ärger. Kann das sein? Ich bin mir nicht ganz sicher. So, sicher werde ich, bin ich mir aber, dass wir Tag haben. Wie sieht's aus? Oh. Das habe ich übersehen. Das habe ich irgendwie geflissentlich übersehen. Zinn packe ich erstmal da rein, aber das wird jetzt hier nur zwischengespeichert.
Ich habe nicht vor, es jetzt hier in der Gegend zu lassen. So, hätten wir denn noch die Chance? Da liegt der Stein, den lasse ich erstmal da rumliegen. Weil den brauche ich nicht. So, okay. Also wie gesagt, die Idee war ja, dass ich da diesen Küstenabschnitt dann noch mit irgendwie unterkriege. Und mich dann da vielleicht an der Küste lang hangel. Gucken wir mal. Vielleicht ist das ja nicht die dümmste Vorgehens. Was? Der fühlt sich hungrig? Da kann man was gegen tun. So. Der muss ja hier nicht Hunger leiden. Ich gucke immer nur hier von wegen. Irgendwas fehlt mir jetzt auf der 6. Ach. Ach so. Wieso war der jetzt weg? Ja. Der muss ja. Ich gucke hier immer nur nach der Gesundheit und solche Geschichten dann halt wie Hunger oder so. Übersehe ich dann schon mal. Ja, ich will ja eigentlich ans Wasser. Ich will nicht weiter nach oben. Das wäre eigentlich kontraproduktiv. Machen wir einen kleinen Spurt. Da tut dem müden Knochen gut. Und da sind wir dann am Wasser. Ich würde mal sagen, ich steige ungefähr hier ein. Weil es könnte sein, dass wir an der Stelle auch ausgestiegen sind. Vielleicht ein bisschen mehr noch in nördlicher Richtung. Damit die Gefahr, dass ich irgendwas übersehe, möglichst gering ist. Ach so, wollte schon sagen. Was liegt denn da rum? Ja, komm. Den Hirschen, den lasse ich da mal. Ah, das ist ja von wegen übersehen und so. Da geht's schon los. Das ist ja. Ich habe schon in der letzten Folge gedacht, irgendwie, das gibt hier viel Zinn oder das war viel Zinn oder was die vorletzte, ich weiß es nicht mehr genau. Und aber hier ist ja, meine Güte, reinste Nest. Nicht, dass ich mich beschweren würde. Ich bin nur erstaunt, Flint. Ein Flint. Ich bin so glücklich. Oh. Aber vielleicht ist das tatsächlich so, dass da, wo die Gebiete sind, die ich Dunkelwald nenne, ja, wo es also etwas düsterer wird hier auf der Karte, dass in den Bereichen vorzugsweise Zinn zu finden ist, während hier in diesen Bereichen dann mehr. Wie ist denn jetzt los? Ach, der kommt mir da hinterher. Während hier in diesen Bereichen dann mehr Flint ist oder so. Vermute ich jetzt mal so. Ich weiß es nicht. Da vorne ist Ärger. Aber von dem hier eher ganz abgesehen. So, mein Freund. Ich habe wieder einen Stein bekommen, ne? Das ist ja wohl nicht wahr. Ich brauche Flint. Ich meine, die Augen sind ja gut, sind ja lieb und nett, aber. Flint, ihr wisst schon, ich brauche Harz. Und wie gesagt, die Augen sind ja schon mal okay. Aber das ist nicht das, was ich eigentlich bevorzuge. Zumal ich davon jede Menge habe. Moment, da sind diese komischen Krähen. Oder ich nehme an, es sind Krähen, können auch Raben sein. Und das ist ja dann halt da wieder so ein Dungeon. Oder ist wieder einer von diesen Typen. Ne, die da axtschwingenderweise durch die Gegend rennen. Besteht da irgendein Zusammenhang? Sieht ja irgendwie fast danach aus, ne? Ihr seid so nervig. Und es ist halt wirklich nur das, dass die halt in erster Linie ein bisschen rumnerven. Zu hin. Bis ihn! Genau. Sehr schön. Und natürlich ein Stein. Aber Resin. Gut. Gut.
Also, ich habe ein klein wenig Flint gefunden. Und unser... Da ist noch einer. Ich bin so glücklich. Und wir konnten auch ein klein wenig unseren Resin-Vorrat oder Harz-Vorrat aufstocken. Besser als nix. Da vorne kannst du dich mit den Leuten kannst du dich darum ärgern und rumkloppen, mein Freund. Mein Grauzwergfreund. So, den nehme ich noch mit. Guck mal, was da wolle. Und ja, dann sollten wir uns vielleicht so ein bisschen wieder in Richtung Hütte bewegen. Weil ich da Sachen bauen will, muss. Moment. Zack. So, dann nehmen wir den noch mit, den Kollegen. Ich habe Resin bekommen und den natürlichen Stein. Der übliche Stein, der muss sein, aber nicht für mich. So, okay. Hütte ist da. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir auch da hin. Alles andere macht keinen Sinn. Ja, er beschwert sich, dass es so feucht wird. Nass. Werde nass. Und, weißt du, sowas will Wikinger sein. Da kümmern wir uns später drum. Das muss jetzt nicht sein. Bei dem schlechten Wetter habe ich so schlechte Sichtverhältnisse und so weiter und so fort. Aber gut zu wissen, dass da Leute sind. Da kann man sich dann mal so ein bisschen drum kümmern. So. Ah, ich sehe das rettende Licht. Geh in das Licht. Vielleicht besser nicht. Oder jetzt nicht in dieses Spezielle. In dieses da, also das da reingehen würde ich jetzt auch nicht, weil das ist ein bisschen heiß. Aber dahin gehen, ne, als sozusagen, als Zielort ist es schon in Ordnung. So. Ja. Ja, dann werde ich mal ganz flugs ein paar Pfeile machen. Feuerpfeile machen. Das, und hier das Feuer wieder anfachen. Kann auch nicht verkehrt sein. Okay. Irgendwo hatte ich Resin gebunkert. Das machen wir so. Was habe ich sonst noch? Was erstmal? 6-mal Flint. Das lässt sich sehen. Moment. Da müssen wir mal gucken. So, also erstmal hier das raus. Und genau ein paar Feuerpfeile kraften. Eieiei, da bin ich aber. Das sieht sehr, sehr mager aus. Kann ich auch so machen. Ach, der ist nach. Verwirrend. Da müssten. Ja, gut. Hammer kriege ich relativ. Entschuldigung. Leichtes Aufstoßen. Einen Hammer kriege ich mal relativ schnell gekraftet. Den packen wir doch mal dahin. Den Fackel dahin. So. Ich will nicht zu viel mit mir rumschleppen. Das ist halt immer das Thema bei der ganzen Sache hier. Okay, das heißt. Ich habe hier 7, die nehme ich mit. Die blau, also das Leder nehme ich auf jeden Fall mit. Die Blaubeeren nehme ich auch mit. Von dem Fleisch nehme ich einen mit. Dann sind wir hier wieder auf 5. Ja, das soll es dann auch erstmal wieder gewesen sein für diese Runde. Wir sehen uns dann in der nächsten wieder, hoffe ich doch. Gucken wir mal, was wir da anstellen werden. Eventuell werde ich hier noch ein wenig im Norden bleiben oder sollten wir uns wieder den Süden zuwenden. Ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher.
beide Gegenden sind ja noch relativ unbekannt. Vielleicht sollte man auch versuchen, da diesen einen Opferstein, was auch immer das da ist, oder diesen Altar oder so frei zu bekommen von den lieben Nachbarn. Ich schau mal. Wie auch immer, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und genießt den Tag.